So Leute, was geht ab? Condorado wieder hier und verdammt, ich habe keinen Bock mehr, mir PewDiePie-Videos in meiner Abo-Box anzugucken. Ist diese Woche doch ein bisschen extrem gewesen, also für die, die es eventuell nicht wissen sollten. PewDiePie wurde letzte Woche als antisemitisch betitelt von größeren Nachrichtenagenturen, also schon namhafte Seiten und dem ist natürlich überhaupt nicht so. Das war natürlich ein nicht Fake News, aber auf jeden Fall ein schlecht recherchierter oder ja auf jeden Fall nicht der Wahrheit entsprechender Beitrag und das ist dann relativ schnell verbreitet. Also da haben dann alle Nachrichtenagenturen das irgendwie aufgenommen und auch veröffentlicht und mittlerweile gibt es dann halt auch zig YouTube-Videos, die das wieder richtig stellen und einfach sagen, dass das überhaupt nicht der Wahrheit entspricht und wie schlecht das eigentlich recherchiert war. Ja, und ich wollte jetzt nicht noch ein Video dazu machen, weil, wie gesagt, es gibt meiner Meinung nach schon ein paar zu viele Videos davon auf YouTube. Aber ich wollte generell einfach über das Problem der Clickbait-Gesellschaft reden, in der wir leben, wo selbst jetzt auch so größere Mainstream-Medien, sag ich mal, diese Technik, wenn man das Technik nennen kann, anwenden. Und so Schlagzeilen verbreiten, die man eher auch aus der Bild-Zeitung oder so gewohnt ist. Ja, ist aber mittlerweile so eine Entwicklung, die man auch, was weiß ich, bei CNN oder so richtigen Nachrichtenagenturen sieht, wo es um die Berichterstattung jetzt zum Beispiel von der Präsidentschaftswahl geht oder um die Clinton-E-Mails. Da sind Sachen so schlecht recherchiert und teilweise auch wirklich Lügen erzählt. Und da merkt man einfach, dass die eine Agenda haben und nicht wirklich objektiv sind. Und ich befürchte auch teilweise, dass das hier so ist. Eventuell gibt es da irgendwie einen Hintergedanken. Eventuell ist der Sinn auch einfach YouTube anzugreifen oder YouTuber an für sich, eben die ein bisschen größer sind und dass das einfach eine unglaubwürdige Plattform ist, wo alles so ein bisschen fragwürdig ist und so. Aber dabei stellen sie sich eigentlich selber das Bein, da die wirklich sich einfach nur noch als unglaubwürdig darstellen, indem sie eben so Beiträge bringen, wie erstens halt in der Politik letztens oder auch jetzt mit PewDiePie. So ist schon ein bisschen krass. Aber man muss auch sagen, so diese Clickbait-Gesellschaft, das kommt ja auch so ein bisschen von uns, also wie wir Nachrichten konsumieren und konsumieren wollen. Also viele Leute, glaube ich, beziehen ihre Nachrichten jetzt auch kaum noch irgendwie aus Zeitungen oder irgendwie Tagesschau von mir aus, sondern haben irgendwie eine Handy-App, wo die Nachrichten drauf sind, die man sich irgendwie in 10 Sekunden komplett durchlesen kann oder irgendwie auf Facebook oder Twitter. Ja, das als Quelle dafür nutzen, sich zu informieren über Weltgeschehnisse. Und ja, dann kommen eben dann eben auch so Beiträge raus und ja, jede Nachrichtenagentur kopiert es, weil es eben viel Kohle generiert. Oder eben meiner Meinung nach, eventuell hat es auch einfach damit was zu tun, dass irgendeine Agenda durchgeführt werden soll. Wer weiß, ob es irgendwie vielleicht eine Attacke gegen YouTube ist oder vielleicht hat es auch irgendwie einen ganz anderen Aspekt, da das ja nicht das erste Mal ist, dass irgendwie Leute als Antisemiten bezeichnet werden. Zum Beispiel jetzt auch erst vor kurzem gab es wieder einen Artikel über Trump, den dann irgendwie eine deutsche Zeitung wieder zurücknehmen musste, weil sie sich da eben auch komplett geirrt haben. Also ob das nicht alles doch vielleicht so ein bisschen, ich will jetzt nicht zu krass verschwörungstheoretisch werden, aber irgendwie eine, ja, so ein bisschen psychologische Kriegsführung gegen die Gesellschaft. Vielleicht wollen sie wieder irgendeine Agenda durchsetzen oder Israel wieder ein paar Billionen Dollar zuschicken, weiß ich nicht so genau. Aber auf jeden Fall finde ich es halt ein bisschen krass, dass selbst eben jetzt auch so größere Nachrichtenkonzerne so, ja, richtig schlecht recherchierte und unglaubwürdige Beiträge bringen. Also finde ich schon ein bisschen krass. Aber auch generell, ich meine, Clickbait an für sich sind wir jetzt mittlerweile auch schon fast gewohnt, also vor allem von YouTube her. Da macht man so seinen Kanal groß. Gibt kaum noch Leute, die ganz normal ihre Videos betiteln. Ich meine, klar, man muss halt auch irgendwie ein bisschen ansprechend klingen für die Leute. Aber mittlerweile ist es einfach Standard, dass irgendwie ein Clickbait-Title am Start ist und man sich dann doch das Video angucken muss, um die Wahrheit herauszufinden, was eigentlich in dem Titel so versprochen wird und das meistens überhaupt nichts mit dem eigentlichen Inhalt zu tun hat. Und wir haben uns echt schon fast dran gewöhnt, also es ist nichts mehr Besonderes und leider ist es halt eben jetzt auch so mit größeren Sachen, dass wir das auch kaum noch irgendwie großartig wahrnehmen. Ja, da haben sie sich halt wieder vertan, kann ja mal passieren, ist halt in unserer Gesellschaft mittlerweile so ein Gang und Gäbe.
Ja, und für uns als Konsumenten ist sowas auch halt beschissen von der Tatsache her, dass wir eigentlich keinem mehr trauen können. Also wir werden einfach nur von jeder Seite irgendwie verwirrt, weil jeder irgendwie was anderes behauptet. Und ja, es ist keine schöne Zeit, in der wir, glaube ich, momentan leben. Und ich weiß auch nicht, ob sich das irgendwie verbessern wird. Also eher wird sich das, glaube ich, noch krasser entwickeln. Und ich wüsste auch keine großartigen Ansätze, wie man das irgendwie verbessern könnte oder auch als Konsument dagegen großartig ankämpfen könnte. Vielleicht habt ihr irgendwelche Ideen, könnt ihr mir in die Kommentare schreiben. Ist jetzt ein bisschen ein komplexeres Thema geworden, aber wollte ich auf jeden Fall mal machen. Jetzt nicht, weil ich über PewDiePie reden wollte, aber einfach mal das als Anlass, um über eben den krassen Clickbait-Hype zu reden, der, denke ich mal, in 2017 noch ein bisschen größer wird, als er letztes Jahr schon gewesen ist. Ja Leute, ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wenn ja, würde ich mich natürlich wieder über ein Like oder ein Abo freuen, falls ihr neu hier seid. Und wir sehen uns dann in dem nächsten Video. Haut rein und tschö.